Gelände da, man hat Platz, nette Leute, viele Stände, also das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Welche Truppe seid ihr? Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Tirol, Landsknechte. Ah, schön, hä? Ja. Landsknechte und Flintenweiber zu Ehrenberg. Ah, schön, Ehrenberg, ist ja auch bekannt, ja. Genau. Ah, okay. Sauber. Schöne Ehe. Ich habe gedacht, die Tracht oder so, gell? Ist ja auch typisch, oder? Ja, Gewandung heißt das. Gewandung heißt das, Entschuldigung. Das heißt, ja. Also. Das ist ein bisschen übertrieben, ja. Ihr habt ja ein eigenes Fest auch, oder? Glaube ich. Oder haben wir gehabt bis jetzt immer, ja. Ja. Das gibt es momentan immer? Jetzt nicht mehr. Ja, also nicht mehr. Okay. Seit der Pandemiezeit ist das nicht mehr jetzt. Aber vielleicht kommt es wieder. Und das ist das Wichtigste für uns. Spaß und ein bisschen Spiel nachher dabei noch. Bad Grünenbach macht aus die ganzen Kumpels die gleichen Interessen, was wir haben. Und auch jeder, wenn wir kommen, die freier sind und wir nehmen uns in den Arm, obwohl dass wir uns alle zwei Jahre nur einmal sehen oder einmal im Jahr. Was ist denn heute Abend Schönes zum Essen, oder ist es das Nachmittagsschmäuschen, was hier schon vorbereitet wird mit dem Feuer? Ja, wir machen ein bisschen Spaghetti mit einer schönen vegetarischen Tomatensauce. Ein bisschen Hackfleisch dazu, wer mag, wer es nicht so vegetarisch mag. Ja, wird lecker. Also die schwarze Schar, die ist immer bestens versorgt, oder? So schaut's aus. Und das Essen, aus meiner Sicht kann man das Essen vernachlässigen. Wichtig ist das Trinken. Also das Trinken, okay. Gutes Bier, ich meine, wir marschieren ja recht viel und dieser Platz ist ja staubig ohne Ende. Und das ist im Haus sehr gut versorgt. Also. Und wo wird das gekühlt? Im Bierkeller unten. Im Bierkeller unten. Alles klar. Ja, das ist ein Bierkeller, der ist ein bisschen oben, der steht da hinten und der hängt halt am Strom. Ah, sehr gut, ja gut. Irgendwo muss man Kompromisse machen. Man muss Kompromisse machen. 80-20. Ja, wir versuchen eine historische Darstellung zu machen, können wir aber gar nicht. Wir wissen erstens nicht genau, wie das war. Mittlerweile gibt es auch Hygienevorschriften, auch beim Essen. Man versucht das natürlich einzuhalten. Aber wir gucken halt im Lager, dass das einigermaßen passt. Wir sind halt leider vom Veranstalter. Man sieht, hier ist ganz wenig los. Die Leute sind alle unterwegs beim Arbeiten. Ja, klar. Servus, hallo. Ja, vom Windelheim. Ihr seid ja die Windelheimer, jetzt erkenne ich dich erst. Ja, da hinten also, ist er doch. Aus Fähnlein-Ems ist es doch, oder? Ja, genau. Aus Fähnlein-Ems jetzt er. Ich habe mich schon gewundert, wer hier diese professionelle Ausrüstung am Start hat. Gell? Ja, genau. Das kenne ich nur von Windelheim.